Schönen guten Tag. Weiter geht's. Die nächste Folge von Yet Another Zombie Survivors. Wie eben schon angekündigt oder in der Folge davor, spielen jetzt die Huntress fertig und mit ihr noch die 4000 Zombies um diesen Leader Perk, beziehungsweise was auch immer das hier ist, dieses Symbol ist, zu holen. Starten mit ihr im Normalmodus. Sollten auf jeden Fall die 4000 Zombies auch easy gekillt bekommen. Die Überlegung wäre jetzt, einen Geldrun zu machen. Sprich, die ersten 2, 3, 4 vielleicht sogar SOS-Signale zu nutzen für Geld. Und dann erst ein neues Mitglied anzuheuern. Die Frage ist hier halt, also der Ghost hat eben so viel Damage gemacht, ob ich mir den relativ früh dazu hole. Oder ob es der Swatch wird, Tank wird, Medic wird. Bei eigentlich den Medic, meiner Meinung nach, braucht man den erst im Late Game, um Heal zu haben. Aber ich weiß nicht, ob der Medic worth ist. Eine gelbe Kiste mit HP-Regeneration ist genauso viel wert wie ein Medic. Er scheint mir aktuell nicht stark zu sein. Vielleicht unterschätze ich ihn aber auch. Da gingen wieder Schüsse vorbei. Ich habe es genau gesehen. Da auch. So viel zum Thema. Nach dem Patch wurde die Huntress zu einer Sniperin. Hier wieder vorbeigeschossen. Vielleicht darf ich aber auch mich nicht bewegen, wenn sie schießt. Was? Ja. Sehr fragwürdig wäre. Luck, wir holen uns Luck. Wir wollen gute Loots haben. Ja, es ist schon ganz schön voll hier. Dennoch, da die Skillpunkte immer mehr Dollar kosten, hätte ich mir beim ersten Mal auf jeden Fall die 1200 Dollar gönnen. Den Multishot upgraden. Und dann überlegen, ob ich fürs Early Game gehe mit dem Explosionspfeilen. Oder ins Late Game mit Freeze-Pfeilen. Da könnt ihr mir gerne mal schreiben, was eure favorisierte Weg ist mit der Huntress am Anfang. Aktuell tendiere ich für das Late Game zu spielen. Sprich, Eispfeile zu nehmen. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt den Tank reinzuspielen mit dem Raketenwerfer. Zack, ich krieg nur die Eissterne. Hier sind sie explosiv, aber ich nehm die Eispfeile. Und die auch gleich weiter auf. Also ich bin sehr, sehr stark, habe ich das Gefühl. Deswegen nehme ich, wow, nächste Stufe von Eisfällen dazu. Und würde beim SOS-Signal tatsächlich nochmal auf Geld gehen wollen. Auch wenn diese Eispfeile echt wenig Damage machen. Critical Damage, also schneller schießen und mehr Crit. Aber allgemein Waffenschaden ist, glaube ich, hier erstmal zu bevorzugen. Wir haben einfach noch nicht genug Crit, damit sich der Critical Damage auch rechnet. Ja, wir holen hier nochmal Geld. Wir holen hier nochmal Geld dazu. Und holen uns dann im nächsten Step. Boah, das ist nochmal Geld. Ah nein. Im nächsten Schritt würde ich mir den
Tank dazu holen. Einfach nur fürs Late Game. Der bringt Rüstung mit. Bringt Damage mit. Es ist schon witzig, wie viel hier gefreezed wird. Dann kommt der Area of Effect Damage hier rein. Es gilt sogar schon fast auf Max Level. Aber der macht. Der reicht nicht mehr zum One-Hit. Ich brauche Skill Damage. Was ja meistens in den Truhen zu finden ist. Deswegen renne ich auch wie ein Berserker zu der nächsten Truhe. Und hier ist wieder Skill Damage. Schneller schießen, ausweichen? Nein, nicht mehr. Einmal bitte schneller schießen. Und SOS-Signal. So, wir haben drei Level, was für 4 Minuten echt okay ist. Wir brauchen hier noch eine Unterstützung, was Damage angeht. Und wir holen uns... Wir holen uns den Tank. Ah! Okay. Wisst ihr was? Da holen wir uns den Ghost. Diese 1000 Cuts waren einfach mega stark. Die kombiniert mit dem CC von der Huntress. Klingt gut. Danach können wir uns überlegen, ob wir uns fürs Late Game den Tank dazu holen. Einfach nur wegen seiner Rüstung. Das Kiten macht schon Spaß. So, holen wir uns die nächste Truhe. Lass da bitte Leben pro Sekunde drin sein. Oder Skill Damage. Wäre beides nice. Wobei so ein bisschen HP-Regeneration fürs Late Game wäre schon nice. Critical Chance. Wir haben. Boah, wisst ihr was? Aber auch Geld. Ah, nein. Wir nehmen uns mehr Crit mit. Wir gehen so auf so ein Semi-Crit-Bild. Vielleicht wird uns das ja noch ein, zweimal angeboten. Als Katana. Autsch, aktuell fühle ich mich aber recht okay. Das heißt, ich würde hier nochmal Geld mitnehmen. Um vielleicht in dem Run hier 7 bis 8 9 Level zu machen. Das wäre ganz schick. Weil es ja im Endeffekt ein Skillpunkt ist. Die Frage ist halt, wenn man mal eine Runde voll auf Geld geht, also wirklich so spät wie möglich einen Kameraden dazu holt, die Skills ausmaxt und dann auf Geld geht, wie viel man zusammenbekommen würde. Oh, guck mal, spannend. Vielleicht schlägt die Community hier auch irgendeine Challenge vor, was sie sich wünscht für das nächste Video. Von wegen, spiel mal den Medic und nur auf Geld und als Singleplayer. Mal gucken, wie weit wir kommen. Oder spiel nochmal Endless. Um zu gucken, wie ich nach 3 Minuten sterbe. Ich bin für Vorschläge definitiv offen. Richte mich ein bisschen nach euch, was ihr sehen wollt. Es gibt ja auch von englischen YouTubern diverse Challenges, von wegen spiel den und den Charakter nur und guck, wie weit du kommst im Endless-Modus. Also, egal was ihr sehen wollt, ich würde euch das den Wunsch erfüllen. Wenn es natürlich jetzt kein Quatschvorschlag ist, von wegen
Spiel, den Medic level ihn aber nicht oder level ihn kann nicht und hole keinen Treuer dazu, also einen zweiten Charakter dazu. Ich glaube, da kommt man nicht weit. Das macht auch keinen Spaß. Wir sind noch relativ early. Das heißt, XP könnte noch was bringen. Je später man das holt, umso weniger bringt es logischerweise. Wobei es natürlich im Endless-Modus auch noch wahrscheinlich in Minute 20 was bringt, wenn man stark ist. Aber erstmal dahin kommen. Das sehe ich zurzeit noch nicht. Wir nehmen. Ja, noch mehr Crit. Schöner Crit-Bild. Wir haben bald die Waffe auf Max von Ghost. Dass er dann wieder 1 Million Damage machen darf, der Gute. Ja, wir kriegen zu viel Damage gerade. Bin schon aufmerksam. Und der. Herzhaft. Der, dieser Hells Bubble ist respawned, oder? Beziehungsweise despawned, kurz bevor ich einsammeln konnte. Wir holen uns noch ein bisschen Geld, haben 7 Level, eigentlich Mindestziel erreicht. Brauchen aber noch ein paar Zombies, wir wollten die 3000. Das heißt, wir holen uns keine Unterstützung, noch nicht. Genau, holen wir uns dafür das Katana. Eine Stufe, dann gibt es diesen lustigen 1000 Cuts. Wir können aber auch mal das andere versuchen. Diese Long Distance Attacks. Fände ich auch mal spannend. Ob die genauso stark sind. Ich finde es immer noch spannend, dass man Bosses lohnen kann. Das geht ja in sehr, sehr vielen Spielen nicht. Oh, und da ist er tot. Steht aber noch da. Ja, es ist halt Early Access. Es hat, darf auch noch ein paar Bugs haben, solange sie nicht spielentscheidend sind oder Game Breaking. Das ist dann immer blöde. Sowas wie unverwundbare Bosse oder unverwundbare Gegner. Critical Chance. Oh, wir sind mittlerweile bei 27. 37% Chance auf Crit. Das sollte sich auswirken. Wir sehen ja auch schöne Zahlen. 400 Damage. Aber so langsam wird es knackiger. Also, wir holen uns gleich den. Ja, Tank oder Medic. Also, wir haben keine Lebensregeneration in irgendeiner Form. Deswegen wäre aktuell noch der Medic zu bevorzugen. Es kommt aber auch nicht das letzte Waffen-Upgrade jetzt hier. Wir nehmen mal den Windcutter. Schauen uns den mal an. Der sieht ja witzig aus. Geht aber auch nur nach vorne. Und hat noch nicht eine. Die Range ist sehr, sehr klein. Wir holen uns den Tank dazu. Die Rüstung schadet nicht. Man hofft jetzt auf eine Kiste, die uns Lebensregeneration bringt. Ja. Also ich weiß noch nicht, ob dieser Skill so stark ist. Also er scheint mir ordentlich Damage zu machen. Aber eben nur frontal. Der andere war ja wirklich. Die ganze Karte war damit bedeckt. Sieht mir aktuell nicht so stark aus. Müssen wir gleich mal, wenn die Runde vorbei ist, gucken im Damage Graph. Aber 405 Damage ist
Eigentlich schon. Mehr als ordentlich. So ist Signal, haben wir uns erstmal Geld und XP. Neun Level ist gut. 3.500 haben wir, glaube ich, gebraucht. Also haben wir auch gleich. So, wir haben. Wir wollen die Waffe upgraden. Ja, die Doppelshotgun. Und dann vielleicht die AK-Waffe dazu. Okay, den Boss hat es sehr schnell zerrissen. Da oben ist ein Magnet. Wie weit ist der weg? Ich weiß es nicht. Hier haben wir aber zwei Kisten. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Kiste Nummer 1 ist Critical Damage und schneller angreifen. Oder schneller nachladen. Schneller nachladen, mehr Schüsse, mehr Crits. Das sollte eigentlich besser sein. Lifestyle, das ist jetzt unser erster Skill. Oh nein, der Magnet ist despawned. Das finde ich schade, dass hier Sachen despawnen. Weil der hätte uns jetzt ordentlich nach vorne gebracht. So, müssen wir wieder auf SOS-Signal und Level hoffen. Nächste Shotgun-Level. Das nächste Upgrade macht uns sehr viel stärker mit der Double Action. Da unten ist noch ein Magnet. Ich sehe es gerade. Also teilweise ist es sehr, sehr überladen, muss ich zugeben. Bin ich dein Ernst? Ist der jetzt schon wieder despawned? Da ist er doch. Hä? Okay, habe ich einen Knick in der Optik? Habt ihr den gesehen? Gut, Double Shotgun. Aber wartet mal, ich habe 1200 Dollar bekommen. Bekommt man trotzdem immer die 1200 Dollar? Ja, und die nächste Stufe für die Hunters freigeschaltet. Perfekt. Bin ich gleich mal gespannt, was das denn ist, dieses mysteriöse dritte Symbol. Das ist auch der erste Charakter, für den wir das freigeschaltet haben. Und bitte nicht spoilern in die Kommentare, außer die Kartoffeln. Die könnt ihr mir gern spoilern. Noch eine Lebensregeneration. Wir sind so langsam im Late Game. Und das ist das Ärgerliche. Der Medic bringt uns 5 Leben pro Sekunde. Diese eine Kiste bringt uns auch 5 Leben pro Sekunde. Deswegen weiß ich noch nicht, ob der Medic es wert ist, überhaupt mit ins Team zu kommen. Weil da hat er echt 0 Damage gemacht. Wäre spannend zu wissen, was das nächste Waffen-Upgrade von ihm ist. Das heißt, wir werden uns zwar angucken von der Huntress, was genau das ist, werden aber im nächsten Run, werde ich, kündige schon mal an, den Medic spielen, um die 5000 Zombies zu töten. Für die neue Waffe. Und bei ihm bin ich mir relativ sicher, dass ich direkt das erste Mitglied Zeiten auswählen werde. Weil 0 Damage zu machen ist in einem Damage Race nee, nicht so stark. Das war vorsichtig auszudrücken. Gib mir die Kiste. Wir haben Skill Cooldown. Ja, wir haben noch nicht so viele Skills, bis auf die Minen, die Shurikens. Aber das kommt. Sobald wir die Waffe freigeschaltet haben. Wobei, den Raining Arrow haben wir noch. Stimmt, den vergesse ich immer. Hier den. Der ist aber eigentlich mit der stärkste Skill. Zumindest habe ich das im Gefühl, ich müsste mir wirklich mal den guten alten Damage Meter, Damage Graphen immer angucken nach Ende der Runde. Wie viel DPS der gemacht hat.
und gucken, wie wir DPS Minen machen. Wobei das immer unfair ist, weil die Minen sind nicht auf Endstufe. Ja. Letzte Stufe von den Shurikens. Was gab denn da gerade so viel Geld? Wir haben gerade Arsch voll Geld bekommen. Ach so, der Magnet. Ja, logisch. Der zieht ja auch das Geld an. Und wir holen uns letzte Stufe Pump Action. Wir sind aber schon bei Minute 17. Also im Prinzip ist die Runde schon gegessen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch auf so viele Skills komme. Aber ich meine, Minen, Shurikens, der Arrow. Kann man Skill Damage auf jeden Fall mitnehmen. Wäre auch spannend zu wissen, ob das den Schaden erhöht von unserem Eispfeil. Das ist ja eigentlich ein Skill. Im weitesten Sinne hätte ich jetzt gesagt. Okay, wir haben 1450 Leben. Health Bonus 25%. Schauen wir mal. Nein. Also das scheint mir noch buggy zu sein, diese ganzen Health-Upgrades. Da gibt es leider kein Leben dazu. Das ist schade. Komm, wir holen einmal Crit für den Ghost. Dann können wir einmal Crit für die Huntress nehmen. Aber eigentlich hätte ich ganz gerne jetzt den Rocket Launcher noch dazu. Sollte ich wohl möglich rerollen beim nächsten Mal. Dafür bräuchte ich aber fast ein SOS-Signal. Jetzt geht jetzt hier, es ist slow and steady. Die EP sind nicht mehr. Ah, okay, wir nehmen mehr. Haben keinen Reroll mehr. Mist. Das ist ein SOS-Signal, da muss ich ja zwar durch die ganzen Monster hier, und ja, ich weiß, ich krieg hier sehr viel Damage, aber es juckt mich fast gar nicht. Durch die Lebensregeneration, guck mal, wie schnell das wieder voll wird. Das ist schon ordentlich. Rocket Launcher, da ist er! Gute Nacht, meine lieben Freunde. Ich mache Damage. Jetzt heißt es eigentlich im Prinzip nur noch wegrennen, überleben. Vielleicht nochmal einen Lucky Magnet zu finden und das ganze Geld, das hier umliegt, mitzunehmen. Das wäre cool, wenn man sich die aufheben könnte. Wenn man sagen könnte, okay, es gibt einen Slot für Items, auf denen ich dann, was weiß ich, Q, Q oder E oder W oder was weiß ich was drücke. Ja, W vielleicht nicht, weil W ist laufen. Aber um mehr Magneten mitnehmen zu können. Gerade im Late Game wäre das sehr, sehr hilfreich. Aber gut, die Runde ist durch. 30 Sekunden noch, sollte nichts mehr anbrennen. Das heißt, wieder erfolgreich gepackt, 17 Level gekriegt. Ah, da ist ein Magnet. Mal gucken, wie viel EP wir noch kriegen. 18 Level. Und dort wäre sogar noch ein SOS-Signal. Brauchen wir alles nicht mehr. Dennoch gucke ich mal, ob ich noch mehr. Naja, die Runde ist vorbei. Überlebt die nächste Nacht. 18 Level. Spannend ist jetzt zu wissen, was ist dieser Skill von der Huntress. Yes, wir survived. Also Huntress, also guckt mal, den Ghost als zweiten Charakter zu bekommen. Und er hat trotzdem most damage. Arrow Rain hat nur 84 Damage per Sekunde. Das ist scheiße wenig, wenn ich mir das angucke. Der Midcard hat 1000, der Rocket Launcher hat auch 1000. Die Minen bringen nichts zu Outblade, aber sie waren auch alle Level 1. Nun gut, wir gehen ins Training.
holen uns dazu. Was brauchen wir denn noch? Mehr EP? Oh, wir haben nur noch 9. Ja, wir holen uns mal Nachladegeschwindigkeiten. Haben noch 4, könnten uns noch mehr Crit Damage. Ja, komm, noch uns noch mal Crit Damage. Die letzte Stufe von Melange, ja, holen wir uns nächstes Mal dazu. Gut, aber ich will euch diese Folge nicht auf die Folter spannen. Wir gehen nochmal kurz rein und gucken. Ey, was ist das? Gut, dann spanne ich euch doch auf die Folter, weil ich nicht weiß, was das hier ist. Das werden wir in der nächsten Folge sehen. Playlist findet ihr wie immer oben rechts für die vorigen Videos. Kommentar wäre nett, Abo natürlich auch nicht verkehrt und natürlich ein Like wäre super. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, wann immer ihr das auch seht.